Moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück im gruseligen Ikona Canyon. In irgendeinem Geisterhaus, wo Verrückte sind oder so. Wir werden herausfinden, was ihr abgebt. Das Reich von Ikona wurde auf diesem Land erbaut. Seine Geschichte ist mit Dunkelheit befleckt und im Blut getränkt. Sogar jetzt noch versammeln sich die Geister jener hier, die keine Ruhe finden können. Jene, die hier sind, um den zu finden, der stärker ist als sie, finden vielleicht die Stärke in einer Gruppe von Geistern, deren unerfülltes Verlangen nicht mit ihnen starb. Sofern du Vertrauen in dein Geschick und deine Kraft hast, versuche diese verlorenen Seelen zu retten. Dennoch musst du in den irdischen Preis von 30 Rubinen bezahlen. Keinesfalls, weil ich habe keine 30 Rubine. In dieser Welt, in der wir leben, ist das die Art von Geschäften, die uns eben dies ermöglicht. Hättest du das nicht vorher sagen können, dann hätte ich mal 30 Rubine besorgt, aber so bin ich eher besorgt, dass das nicht klappt. Was ist denn da oben, ey? Ja, das sieht auch krass aus. Wo ist denn dieses Mädchen eigentlich? Ist es endlich wieder draußen? Nö. Erst am nächsten Tag wieder oder zu bestimmten Uhrzeiten oder was geht hier ab eigentlich? Gehen wir mal da oben rein. Wer bist du denn? Meister, ich hab gerufen. Was bist du? Zwei Gegner mit einem Streich. Das Leben genommen. Unglaublich, du bist mehr als ein würdiger Gegner. Ich verneige mich vor dir, indem ich dir mein Herz öffne und so. Vieles, wonach die Gyptos suchen, kann im Brunnen selbst gefunden werden. Es zu glauben oder Licht liegt nur bei dir. Zu sterben, ohne unsere Körper zu hinterlassen, das ist der Weg der Garo. Ach, alles klar, sieh mal an. Im Brunnen. Was ist das jetzt hier? Komm ich da rauf? Ja, sieht sehr steil aus, aber sieht machbar aus. Felsenturm, das sieht nach Dungeon aus, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist der Dungeon, das weiß ich nämlich noch. Und diese Mucke ist so geil. Die werdet ihr noch früh genug hören. Glaubt mir, ihr werdet sie lieben, so wie ich sie liebe. Viele bedeutet aber, es gibt nicht alle Sachen in diesem Brunnen. Der schon wieder? Meister, ihr habt gerufen, aber was bist du denn schon wieder? Ach, stirb einfach. What? Komm mal wieder in deinen Kreis rein. Ist das nicht ein bisschen unfair, was du hier tust? Dafür bist du zurecht gestorben. Unglaublich, ich verneige und sowas. Warum muss ich immer gegen dich kämpfen? Ich weiß doch, was du sagst. Fernseher will sich runterfahren, das ist nicht witzig jetzt in diesem Moment. Nein, danke. Ha! Verrecke. Rubine wäre natürlich nicht schlecht. Aber was soll ich denn machen hier? Ich muss da reinkommen, ohne dass dieses Mädchen etwas merkt, nehme ich mal an. Aber wie soll ich das machen? Wenn die gar nicht mehr rauskommen. Versuch's jetzt nochmal, aber... Ein verstummtes Gesicht. So. Tingel, du bleibst mal schön da oben, es sei denn... Wobei... Ich denke, das wird reichen. Du Penner! Stirb! Nimm das! Gib mir Rubine. Nicht mal das ist mir gegönnt. So, komm her, Tingel. Tingelingeling. Tingelingeling, hier kommt der Tingelmann. Ach komm. Ich glaube, die Tür ist gerade aufgegangen. Ich wollte aber gerade mit Tingel mal ein bisschen reden. Hm.
Nanu, grüne Kleidung, weil du vielleicht deine Falschweh? Ja, ich tingel. Ich bin raus, ich bin 35 und so. Und ich werde einfach nicht erwachsen. Aber ich helfe trotzdem meinem Vater. Glücksbällchen, Glücksbällchen müssen überglücklich sein. Wollen die eine von Tingels Karten kaufen? Meine Herren, sie haben nicht mal Routinen. Was wollen sie von mir? Oh, warte. Das Mädchen war da. Ja, und ich bin reingegangen. Boah, hier ist die Musik ja noch penetranter und lauter. Was macht das denn hier oben, das Mädchen? Ist sie denn des Wahnsinns? So, schön laute Boxen, wie es sich zu dieser Zeit gehört. Und was ist das? Was sind diese Monster? Oh, wer bist du denn? Ich bin halb Mensch, halb Zombie. Diese Mumie sieht anders aus als jene vor dem Haus. Irgendwie scheint ihr Herz auch immer menschlich zu sein. Also tu etwas. Bist du denn wirklich völlig ratlos? Nein, ich habe ihn nur anvisiert und deine Hilfe in Anspruch genommen, Mann. So, wie geht denn diese Musik nochmal? Nee. So. So, jetzt haben wir die Hymne des Erwachens? Nein, Lied der Befreiung? Ja, genau. Oh. Oh nein, er ist nicht tot, oder? Oh, ich dachte gerade, er ist tot. Das wäre so traurig. Vater? Vater? Pamela? Pamela? Du warst wohl Fan von einer berühmten Person. Baywatch und so. Was habe ich die ganze Zeit über gemacht? Du hast gar nichts gemacht. Du hast einen bösen Traum gehabt. Nur einen kleinen bösen Traum. Oh mein Gott, ist das niedlich. Pamela. Er ist nicht tot, oder? Oh Gott sei Dank, ich hätte geheult, wäre der tot. Du hast Gyptos Maske erhalten. Einst saß dieses abstoßende Antlitz auf dem Gesicht von Pamelas Vater. Diese Maske wirkt so echt, dass selbst ein Gypto dich für einen der seinen hält. Oh, traurig. Wäre das sonst gewesen? Nein, ich wollte ihn nicht. Ich wollte reden. Jetzt lass sie endlich in Ruhe. Verstehst du denn gar nichts? Du bist dermaßen... Sorry. Aber guckt euch das an. Er hat sie da eingesperrt. Damit. Und sie meine ich. Okay. Ich gehe ja schon. Ach man, das ist ja echt süß. Krass. Schnell weg hier. Ich dachte, irgendwas hindert mich jetzt daran. Oh. Es hat mich schon ein bisschen berührt. Geh doch da raus jetzt, du unsensibles Stück. Okay. Das halte ich für einen dezenten Hinweis, um in diesen Brunnen zu gehen. Dass wir diese Maske brauchen. Vieles oder kann ich alles auch in diesem Brunnen finden, was sie begehren anscheinend? Das werden wir jetzt herausfinden. Zack, 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 zack. Super Hasen-Sprint-Attacke. So. 30 Rubine habe ich leider nicht, um... Nein, hier würde ich nur doof kämpfen müssen. Mann. Ah, viel Welle um nichts machen diese Leute hier. Okay, gehen wir hier rein. Oh, wir hätten die Leiter nutzen sollen. Rein hier! Also die Ocarina of Time war eines der creepiesten Sachen, die ich je gesehen habe. Diese Höhle. Wo ist das? Ha. Was geht ab, mein Freund? Ah, ihn fort! Gib mir etwas Blaues, etwas, was mich gesund macht. Blau?
schlau und es macht dich gesund? Wasser? Kann man so quasi hier Wassertropfen sammeln? Etwas, das mich gesund macht, blau. Hinfort, hinfort! Gib mir etwas Köstliches zum Kauen. Etwas, das wächst, wenn man es gießt. Am besten 5 davon. Wenn du es nicht hast, dann bist du von keinem Nutzen, hinfort. Etwas Blaues, das einem gesund macht. Ich nehme mal das Wasser. Vielleicht, Hä? Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gehört vor allem? Jetzt muss ich da ganz raufklettern. Es ist nicht wahr. Krass, krass, krass. Krass, 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 krass. Etwas Blaues. Also ich nehme doch mal an, dass die Wasser meinen. Alter, ist das dunkel hier. No. Verstehst du denn gar nichts, du unsensibles Stück? Das nehme ich mir jetzt echt zu Herzen, ja. Das ist. Ich wollte doch nur ein Danke hören. Ich meine, immerhin habe ich ihn gerettet. Na gut, dafür sehe ich traurig aus. Das Schwert, es ramme ich in den Boden rein. Das wäre doch schön und fein. Das nächste Let's Play wird Pokémon Stadium sein oder die Erweiterung von Schild und Schwert. Denn die kommt ja und das wird nicht verkehrt. Hauptsache, ich verletze mich hier an diesem Kack. Wo ist der Weg? Habe ich mir jetzt Wasser geholt? Hä? Ich habe mir kein Wasser geholt, bin ich denn dumm? Na, jetzt muss ich da wieder raufklettern. Ich dachte, ich habe Wasser ge... Habe ich das echt nicht genommen gerade? Bin ich verrückt? Okay, lass mich hier bitte runter. Zack. Zack. Und zack. Und lauf und roll. Ach, das kann man gar nicht benutzen. Okay, blau ist das gesund macht und Bohnen oder sowas. Oh, was geht ab eigentlich? Was du für meinen Vater getan hast, dafür danke ich dir. Aber bitte behalte es für dich. Mein Vater soll nie davon erfahren. Wenn immer etwas Seltsames geschieht, will es mein Vater sofort erforschen. Und er betreibt sehr viele Forschungen, daher... Sobald er sich beruhigt hat, werde ich ihn überreden, mit dem Arbeiten an einem so gefährlichen Ort aufzuhören. Nun sollte dich mein Vater nochmal sehen. Es tut mir leid. Was? Oh, ist das nicht eine Fee? Gehört sie dir, junger Mann? Ich bin ein bekannter Wissenschaftler, der Feen, Geister und ähnliche sogenannte übernatürliche Phänomene erforsche ich gern. Ach übrigens, das Lied Lebt wohl, ihr Gyptus, das die Musikbox spielt, vertreibt Gyptus. Ich habe es nach jahrelanger Forschungsarbeit endlich entdeckt. In Bezug auf Geister gibt es niemanden, der mit meinem Wissen mithalten kann. Frag mich, was du willst. Oh, diese Maske stellt ein Gypt, oder? Junger Mann, wo hast du sie her? Das sag ich dir nicht. Je näher sie mir dachte, desto mehr sieht die Maske wie ein echter Gypt aus. Mit dieser Maske kannst du vielleicht sogar deine Gefühle einem Gypt übermitteln. Eventuell kannst du sogar eine dieser Gypto-Lebensformen selbst untersuchen. Sag, junger Mann, erlaubst du mir, diese Maske zu untersuchen? Kann ich Ihnen irgendwas zeigen und dann... Moment. Es ist schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal eine so lebhafte Fee gesehen habe. Sag, junger Mann, erlaubst du mir, diese Fee zu erforschen? Ich dachte, ich kann ihm vielleicht irgendwas zeigen, was er sehen will. Was ist damit? Was geht ab? Schon eine Weile her, seit ich zuletzt mal eine so... Okay. Mal gucken, vielleicht... Was sagt ihr dazu?
Oh, ein Geisterrad zeigt starke Ausschläge, aber die Werte sind geringfügig anders als sonst. Ein sehr faszinierender Wert. Okay, ist der Maskenhändler ein Geist? Ist das vielleicht das... Es ist schon eine Weile her, seit ich zum letzten Mal eine so hässliche Maske gesehen habe, mein Freund. Na gut, das Wasser kann ich nicht benutzen. Das heißt, ich muss mir die ganzen Teile zusammensammeln, oder was? Der eine will 5 Bohnen, der andere will... Mal gucken. Teleportation, ich brauche dich. So. Ich denke mal, blau und gesundmachend ist entweder ein blauer Trank, von dem ich nicht weiß, ob es den überhaupt gibt, und Wasser. Deswegen gehen wir mal in zu den Sümpfen des Vergessens. Und holen uns, was wir begehren. So. Ich brauche auch noch 50 Rubine hier, die Scheiße. Hä? Wo ist er denn da? Ach, die habe ich auf, deswegen. So, frisches Quellwasser. Da hast du, was du brauchst, mein Freund. Und... Attacked! Was? Mehr bin ich dir nicht wert, Spiel, oder was? Das kannst du mir nicht antun. Ich brauche 50 Rubine dafür. Verdammte Kacke. Siehst du aus, als hätte ich 50 Rubine? Also, liebe Welt, gib mir Rubine, wie es mir gefällt. Zack, 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 zack. Er weiß nicht, ob die mich noch ein... eine Fee wollen. Ich sammle hier alles, was man aufsammeln kann, einfach mal ein. Gibt's hier vielleicht einen Fisch oder so? Ne. Ein Fisch könnte ich auch aus dem Zora-Reich holen, aber ich brauche Rubine, Freundchen. Rubine. Wie kriege ich jetzt am schnellsten Rubine? Wahrscheinlich hier irgendwo, aber ich mache es trotzdem mal hier. Da ist noch so ein Pfeil- und Bogenstand, soweit ich das weiß. Mehr kriege ich hier nicht. Also es ist wirklich sehr geizig hier. Ich will das ja nur mal sagen. 18. Habe ich hier nicht 2 20er bekommen? Liegt das an Tageszeit oder so, weil das war der letzte Tag und so und deswegen vielleicht so viel Geld. Von wegen, ja, am Ende kriegst du ja noch mal ein bisschen Geld. Super Attacke! Mich beim Rubinenfarmen zu begleiten ist wahrscheinlich nicht gerade sehr heiter. Oder sehr erheiternd. Man weiß ja nie, ob man das nicht alles braucht. So. Jetzt sei mal ein bisschen, wie heißt denn das? Sei mal ein bisschen spendabler hier. Was willst du denn? Ha! Ausradiert habe ich dich. Von der Bildfläche zerfetzt und gefegt. Hauptsache, die wollen so eine Kacke haben. Ich hoffe, das rentiert sich hier wenigstens. 50 Boriono. Scheiße, das kriege ich niemals. 50 Rubine. Dafür muss ich hier irgendwo draußen rumhantieren und irgendwas bekommen oder so. Keine Ahnung. Diddlydiddling. So, kommt mal her, hier. Verzieh dich. Ja, was ist hier drin? Hier gibt's doch bestimmt Rubine. Meine Fresse, lass mich bloß in Ruhe.
Habe ich gerade einen getötet und... Komm schon! 20, das ist doch schon mal gut. So. Ja, mit dem Auge der Wahrheit kann man hier bestimmt so komisches Minispiel... Wobei, das ging, glaube ich, bei Ocarina of Time. Da konntest du dann durch die Kisten gucken und sehen, wie viele Rubine drin sind. Stirb! Ha, hat er wohl gedacht. Meine Attacke ist sehr effektiv. So, komm schon. 6 Rubine, mach mal nicht so. Sechs Rubine ist anscheinend doch ein bisschen zu viel verlangt. Denn es sind nur 5. Egal, einmal noch, das geht schon. Oder wir haben hier. Ach ja, hier ist ja immer eine Fee, habe ich ganz vergessen. Komm, 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 komm. Es rappelt im Beton, Karton. Dong, 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 dong. So, komm einmal noch. So. Ja, so gnädig hättest du nicht eben sein können. Lad mich auf. Dann holen wir uns diese wunderschönen Sachen. So, dann gucken wir jetzt doch mal nach, ob wir denen bringen können, was wir so gesucht haben. So, einmal Wasser. Einmal 5 Bohnen. Oh nein! Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid! Nein, 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 lass mich in Ruhe! Ess mich nicht! Sonst muss ich dich töten. Wir müssen natürlich diese Maske hier abmachen und dann müssen wir die voll austricksen und so. So, ich hab was für dich, Freundchen. Hinfort, hinfort, gib mir etwas Köstliches zum Kauen, etwas, das wächst, wenn man es gießt. Am besten 5 davon. Nimm jenes. Oh, dies, dies, du sollst es nicht bereuen. Und er löst sich auf. Warum zum Teufel löst er sich auf? So, was geht ab? Hinfort, hinfort. Gib mir etwas Blaues, etwas, das mich gesund macht. Das hier? Wenn du es nicht hast, dann bist du von keinem Nutzen. Hinfort. Okay, es ist nicht Wasser. Vielleicht bekommen wir es ja irgendwie hier drinne. Deswegen wäre es ziemlich... Au! Blau ist das gesund, Mann. Also doch. Kommen Sie mal bitte wieder runter hier. Hallo. Mensch, dann erledigen wir das anders, mein Freund. Wenn es nichts Blaues ist, ja? Was aussieht wie Wasser. Oder was Wasser ist. Ha, dann stirb doch einfach. Ja, ich nehme ja schon die ganzen Sachen mit, weil ich auch der Meinung bin. Oh mein Gott, das war ziemlich knapp. Ich wollte nur, dass ihr das wisst, dass ich das auch ziemlich knapp fand. Nimm das und gib mir das. Wasser. So, was geht ab? Gibt es Bros in der Haus? Ich weiß, ich bin vielleicht ein bisschen... dann... Ha, stirb bitte einfach. Oh, wow, Rubine. Was geht ab? Hinfort, hinfort. Gib mir etwas Köstliches, Frisches. Zurückgestarrt, Köstliches, Frisches. Wenn du das nicht hast, bist du kacke. Köstliches, Frisches. Wasser oder was? Normal, komm. Hinfort, hinfort. Gib mir etwas Köstliches, Frisches.
Frisches Wasser? Wenn du es nicht hast, dann verpiss dich, Junge. Okay. Was geht ab? Hinfort, hinfort. Gib mir etwas, das einen Lichtblitz verursacht. Am besten 10 davon. What? Ach, eine Nuss. Ich habe nur 3 davon. Shit. Wenn du es nicht hast, dann verzieh dich endlich. Köstliches Frisches. Kriege ich von denen keine Nüsse mehr. Die kriege ich nur Stäbchen. Etwas Blaues. Meine Fresse, keine Ahnung. Ganz schön kompliziert, die Dinger. Blau. Grün und Rot kenne ich nur. Ist das hier blau und erfrischend? Kann ich Ihnen das ja zeigen, wenn er will. So, was geht ab? Hinfort, hinfort! Gib mir etwas Blaues, etwas, das mich gesund... Ach, gesund macht. Macht dich das gesund? Wenn du es nicht hast, dann verzieh dich, Junge. Merkwürdig. Was ist das denn hier? Quellwasser. Das ist ja echt kompliziert, die Scheiße hier. So, was willst du? Hinfort, hinfort. Gib mir etwas Köstliches, Frisches. Fisch oder was? Hä? Ich dachte, das Dings wäre hier. Ha! Gib mir Rubine! Danke. Du wolltest doch mal was? Hinfort, hinfort. Gib mir Blitz verursacht. Dekonüsse. Habe ich nicht. Okay, 10 Stück davon. Also die denken auch, ich sammle hier ganze Sachen hier, ey. Na gut. Bis gleich. Na gut, Leute, hier bin ich wieder zurück. Ich denke, ich mache erstmal das hier und dann mache ich offscreen, mache ich das so, dass ich ganz viele Dinge mir zusammensuche und ja. Deswegen gucken wir mal, was hier abgeht. Jene, die hier sind, um den zu finden, der stärker ist als sie, finden vielleicht die Stärke in einer Gruppe von Geistern, deren unerfülltes Verlangen nicht mit ihnen starb. Sofern du Vertrauen in dein Geschick und deine Kraft hast, versuche, diese verlorenen Seelen zu retten. Dennoch musst du den irdischen Preis von 30 Rubinen zahlen. Du bist voller Energie. Besiege die Gegner innerhalb des Zeitlimits, sodass ihre Seelen für immer Frieden hätten und so. Gnade ist das Mindeste, was ich bieten kann. Super right. Okay. Moment. Ich muss mich ausrüsten. 3 Minuten. Mal wobei, ich kann ruhig die Energiepfeile benutzen. Komm schon! Komm schon! Jeweils den Feind in 3 Minuten, oder? Und stirb! Alle Feinde in 3 Minuten. Oh je. Oh mein Gott! Hey! Okay. Dann werde ich sie einfach alle besiegen, wie ich das denke. Einzeln. Hä? Wie soll ich den denn sonst besiegen? Nimm! Nimm!
Krass! Shit! Ich verliere das! Hä? Was soll ich denn machen? Hä? Ich hab keine Ahnung! Warte mal, was sagst du? Der zweite der vier Irrlichtschwester, ziele auf sie, sobald sie erscheint. Okay. Ich schaff das jetzt nicht mehr, oder was? Okay. Ach, Scheißdreck. Komm schon. Du bist doch kein Gegner. Komm schon, dreh dich. Ach so, okay. Komm schon. Wo ist der Letzte? Denkst du, du bist ein ganz Schlauer, ja? Wo bist du? Ach nein! Dann komm schon! Ach komm, ey, mein Player spackt rum. Scheißdreck. Ach Mann, 30 Rubine für nichts. Auch lässt du viel Zeit verstreichen. Nochmal? Na, du hast nicht genug Rubine. Ja gut, dann bis gleich. So, da wären wir dann auch wieder und machen nochmal hier Rematch und so. Ja, 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 du geldgieriges Stück. Ich habe schon einmal 30 bezahlt. Jetzt komm. Und lass deine Leute... sterben. Oder so ähnlich. So. Edgy Badgy. Kann ich auch einfach so machen? Ach, scheiße. Ach, Mann, da trödel ich immer so viel Zeit. So. Und dann taucht er auf. Nein! Stirb bitte einfach. Sehr gut. Und dann kommen die zwei anderen. Komm. Komm schon. Stirb. Komm, du auch. Eins. Zwei. Drei. Stirb! Na, letzter? Du zu der Schattendoppelgänger? Na? Wo bist du? Hä? Bin ich getroffen? Muss ich mit Pfeilen treffen oder was? Es scheint so zu sein. Mann! Komm schon! Ey, ich mach das falsch hier. Komm schon! Hä? Komm schon! Hä? Was soll ich denn machen? Yeah.
kommen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ach, ich bin ja auch schlau. Ich hätte ja mal Dings fragen können. Ehrlich, Dässchen, wenn du sie aufteilen musst, herausfinden, welche der echte ist. Ich Idiot. Na toll. Ich musste sie mit einem Pfeil abschießen, oder was? Ah! Ja, bis gleich. Geizhals. So, und willkommen zurück in der Abzockerbude. So, was geht? Jene und so weiter. Ach, du schon wieder. Na, willst schon wieder dein Geld verlieren? Du musst doch irdisch Preis bezahlen. So, ich habe für 2 Versuche Geld jetzt geholt. Na, gucken. Ich bin immer bereit, mein Freund. Ich bin immer bereit. Und ich werde sie vernichten. Kommt schon! Der Grüne. Zu viel Selbstvertrauen hat der Junge. Komm schon, geh weg. Komm schon. Also, boah, ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Und stirb. So, kommt her, 2. Komm, ich konzentriere mich immer nur auf ein. Und komm her. So, blau, komm her. Du auch. Zack, 5 Rubine, danke schön. Die nehme ich natürlich gerne. Nimm das! So. So, wo bist du? Woran erkenne ich jetzt, wer hier wer ist? Glückstreffer? Ja, tatsächlich. Ha. Ich weiß nicht, woran ich das erkenne. Ich habe das Gefühl, du bist es. Nein, du bist es nicht. Dann nehmen wir dich. Na gut, das ist jetzt mehr Glück als Verstand. Ich weiß nicht, woran ich das erkenne. Nimm das! Was, wie oft soll ich denn noch raten? Da, stirb! Ich bin hier stärker als ihr. Selber schuld, was legst du dich mit mir an? Es scheint, als wären ihre Seelen nur geheilt. Ich überreiche dir das irdische Hab und Gut dieser Geisternimmels. Ein Herzteil, sehr schön. Das ist doch dein Name. Oder ich kann die Herzen der Menschen sehen. Ich wusste, dass du kommen würdest. Ist doch meine eigene Seele wieder geheilt. Tschüss. Du bist geheilt? Wieso bist du geheilt? Hallo? So geheilt, dass er weg ist? Na gut, liebe Leute. Könnte sein, dass dieser Part ein bisschen kürzer ist, da ich jetzt so viel gesucht habe und so. Aber ich mache mich jetzt auf Materialiensuche und wir sehen uns das nächste Mal. Also haltet die Ohren steif und ciao! Yeah!